Jo Leute und willkommen zurück zu den Sims. So, wir sind dabei, die Tiere ein bisschen zu trainieren. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Whiskas dürfte bald aufstehen und Whiskas geht's gut. Das finde ich super. Wir müssen Pfiffi dann auch irgendwann mal baden, weil es geht ja nicht an. Ja, jetzt darfst du was fressen. Mach ruhig. So, du lernst noch deinen Kochpunkt. Dann können wir ein bisschen beschleunigen. Noch ein bisschen mehr. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Jetzt kannst du kochen. Arbeitslos. Ah ja, stimmt, die Mechanikpunkte. So, du brauchst ein bisschen Spaß. Und nein, du darfst nicht in den Pool. Was macht denn er jetzt eigentlich? Er atmet ein bisschen. Na gut, atme mal mit, das macht Spaß, glaube ich. Ach, das wolltest du so schon. Immer dieser Sims-Kristall, der da immer so durchguckt. Ich hätte so ein Ding voll auch richtig gern. So frischen Sauerstoff, das ist voll geil. Ja, da können sich vier Leute dran setzen. Das ist doch, denke ich mal, so eine Art Partygruppenbeschäftigung. Ist schon lustig. Okay, gehen wir kurz auf den Pott. Seht ihr, es ist praktisch, dass ein Pott auch hier oben ist. So, und danach, ja, wollte ich immer was Neues anziehen. Kleider wechseln. Ach, das, ja, das macht Spaß, aber es macht nicht so viel Spaß. Na, nee, komm, lass mal Billard spielen. Beide. Komm, ihr beide spielt jetzt mal Billard. Geht das zu zweit? Ich hoffe mal, das ist so schlau gemacht. Oder ist das irgendwie... Nee. Ich weiß ich nicht. Oder muss ich dann auf Mitspielen drücken? Mitspielen, genau. Jawohl. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, dass zweimal ja, gegeneinander Billard spielen. Ja, Telefon ist gut. Ich höre dich. Ich gehe nicht dran. Boah, ist das eine geile Animation. Die Kugel bewegt sich. Ja, was ist das denn jetzt? Wieso nochmal neu? War es das schon oder was? Wir hatten gewonnen. Das würde ich ja gerne mal wissen. Ja, komm Monika, zeig. Was kannst du? Ja, das war unglaublich gut. Ja, ja. Ja, sicher. Ach, jetzt fangen sie richtig an, okay. Gut. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Also ich hätte mir die Animation... ich hätte echt gedacht, dass die Animation ein bisschen besser ist. Whiskas, dir geht's gut. Schon wieder auf dem Pott? Meine Fresse. Hast du irgendwas Schlechtes gegessen? Also ihr braucht euch da nicht aus dem Weg gehen, ne? Also das ist genug Platz da. Dreh dich mal um dich selbst. Ach, das war's schon. Ja, na gut, ne? Dann wechseln wir mal eben die Kleider und du wirst Pfiffi baden. Was? Warte mal. Pfiffi und Pfiffi? Ist hier noch ein Pfiffi? Ey, was mir gerade auffällt, hier sind gar keine Viecher. Wehe, das ist der Pfiffi. Ey, ist das gemein, ey. Okay, erstmal suchen wir uns ein neues Outfit für Anton aus. Was ist das denn? Frankenstein trifft die moderne Zeit. Das wäre echt geil, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Nee, nee. Ich bin der Gladiator. Na, ich weiß nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie glaube ich da so, die haben hier irgendwie so ein Mittelalter-Flair reingebaut, aber das haben sie einfach nicht gesagt. Man soll es einfach nur merken. Sprich das. Das Lustige ist ja, ich glaube, diese ganzen komischen Mittelalter-Sachen sind alle bei Party ohne Ende reingekommen. Man dachte sich wohl, ja, wir machen Party rein. Das reicht aber irgendwie nicht. Dann muss man noch was wollen. Das ist auch geil, aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Ich möchte eigentlich nichts nehmen, was ich schon mal hatte. Es sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Vor allem hat er dadurch, ne? Kennt er ja Thema Körper. Er hat so eine coole Taille dadurch. Das sieht auch sehr gut aus. Finde ich. Ich würde nur die Farben ein bisschen ändern. Also ich meine jetzt allein vom Kleidungsstil. Das, oh ja, komm, wir nehmen mal den Barney Stinson. Das gefällt mir. So, wehe, das ist jetzt der andere Pfiffi. Ich schlag euch.
Ich schlag euch. Aber ich finde das so gut, dass Katzen sich selbst ja, sauber halten. So, ich bin gespannt. Okay, es ist der richtige Pfiffi. Sehr gut. Der muss ja auch mal ein bisschen sauber werden. So, was macht... Der schläft schon wieder. Und Whiskers will fressen. Na gut. Warte. Nein! Warum schläfst du? Gut, versuche ich mich gleich mal um Pfiffi zu kümmern. So, bisschen schneller. Schneller. Schrubben. Mach den Hund sauber. Fangen spielen. Ach so, mit Pfiffi. Nein, der hat keine Zeit. Warte. Platz machen. Nein, der hat keine Zeit, Whiskers. So, und du? Nein, du brauchst gar keinen Platz machen. Bleib. Pfiffi? Nein! Achso, essen. Ja, okay, das kannst du auch machen. Und danach ein bisschen Napf füllen. Hä? Achso, jetzt hast du das Essen abgebrochen. Ja, du kannst ruhig essen. Ich erlaube es dir. Ja, warum auch hinsetzen, ne? Da sind ja nur 4 Stühle. Ja. So, ich wage es jetzt gleich mal kurz, Camellia Knochen zu rufen. Nein! Warum kann der keinen kleinen Platz machen? Vielleicht, weil sie gerade selbst beschäftigt ist. Schade. Okay, ich probiere es einfach mal. Auf dass es wieder verbuggen könnte und dann geht sie schlafen, ne? Hauptsache, die schlafen am Tag. Los geht's! Es ist viel schöner hier so. In so einer großen Wohnung, da stehen die sich nicht ewig im Weg. Oh, gleich wird's beschleunigen. Ich will mal kurz gucken, was die so hier macht. Bisschen langsamer. Oh ja, schmeiß die Zeitung weg, das ist eine gute Idee. Okay, du kannst eigentlich aufstehen, Anton. Wo ist Pfiffi? Pfiffi schläft, das ist tolles Timing. Das ist geil. Ich kann mich entsinnen, ich wollte mit ihm die Kreativität aufbauen. Machen wir das einfach mal. Ich müsste jetzt mal so richtig dreist das Klavier hier in den Raum stellen und dann anfangen zu spielen. So schön, um Monika zu ärgern, das wäre richtig geil. Los, wir spielen jetzt Piano. Ich bin ja auch ein Pianist. Und macht Spaß. Ich find Piano spielen ist ein relativ einfaches Musikinstrument. Wenn er auf Stufe 10 ist, dann macht er richtig coole Stücke halt, ne? Ja. Es ist absolut fingersynchron, das seht ihr schon. Viech, geh doch bitte weg. Was ist denn das? Ranka, Ronka? Dun, 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 dun. Ja, meine Putzfrau hat's drauf. Die kann das. Warum pennen die eigentlich immer, wenn ich irgendwas mit denen machen will? Ich finde das nicht nett. Nein. Gar nicht. Nichts. Ich finde es auch schön, dass, obwohl ich beschleunige, die Melodie dann nicht beschleunigt wird. Ne, hört er? Finde ich sehr gut. Da werden wir wahrscheinlich total Ohrenkrebs kriegen. El Bandito ist zurück. Oh, Pfiffi kommt. Warte, hier. Pfiffi. Fress ihn! Oh, scheiße. Das habe ich mir etwas besser vorgestellt, El Bandito. Pfiffi, warum? Greif an! Er wird meine Mülltonne fressen. Nein! Pfiffi, tu was! Wieso pisst das Vieh eigentlich immer an den Baum? Gut, ne, Hunde machen sowas gern, aber... Pfiffi! Friss! Hier, fressen. Los. Okay, ich kann ihn ein bisschen beeinflussen.
Dö-dö-dö-dö. Ja, Pokémon-Musik. Nein! Ich bin enttäuscht. Okay, Hauptsache sie schläft noch. Ja, ja, was macht man, wenn man nachts wach ist? Man spielt Klavier. Ja. Ist eine gute Aktivität. Nein, auf das Klavier zu spielen. Wir wollten... Nein! Wir wollten was tun. Wir wollten... Tricks beibringen. Komm. Das klappt jetzt. Und zwar ein bisschen besser. Nein, du streichelst das Viech jetzt nicht. Du gehst auf den Pott und hältst die Klappe. Und du schon kannst du auch mal. Das ist voll geil. Was für ein Trick das jetzt ist, weiß ich gerade aber auch nicht. Ach, drehen oder so? Tanzen kann sie ja schon. Das sieht voll geil aus. Oh komm, den Punkt müssen wir aber mindestens fertig kriegen. Lass doch mal das in Ruhe! Fifi, beschäftige dich irgendwie anders. Hier, geh da hin. Da, lauf. Ha! Jawohl! Okay, das haben wir geschafft. Sehr gut. Du musst noch loben. Edles Tier. Nein, nicht! Ah! Tricks, jawohl, spring beibringen. Komm. Alter, Kollege! Nein, das ist nicht gut. Platz machen. Machst du Platz? Halten, halten. Länger halten. Noch ein bisschen. Ein Stück noch, ein Stück noch. Jawohl. Das wird immer besser. 4 Punkte. Bald wird er auch gar nicht mehr aufstehen. Also, im positiven Sinne. So, ich habe gerade gesehen, dass das Ding hier verwelkt ist. So ein bisschen. Verwolken. Ach, keine Ahnung. Wir müssen mal ein bisschen gießen. Jetzt will er alles gießen. Ja, warte mal, geh mal hier lang. Und dann werde ich mir... Och, du Scheiße. Stimmt, ich sollte mir einen Gärtner bestellen. Das ist... Ich habe so viel Grünzeug. Oh Gott, ey. Auf jeden Fall, was ist das eigentlich? Achso. Ja, Monika, du hast das drauf. Ja, schon klar. Kümmer dich um die Viecher. Rufen. Wo will sie eigentlich hin? Achso. Was? Genervt werden? Ach, gerufen werden? Oh nein, jetzt werden sie sich auf der Treppe oh, doch nicht begegnen. So, das auch noch bewässern und das da. So, du. Nein! 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 Ach, nein! Ach man, die können gerade wieder nichts, ey. Okay, gießen, gießen, gießen. Nein, das wirst du nicht gießen. Das kannst du noch gießen. Was macht denn der Junge? Und das kannst du auch noch gießen und dann rufst du einen Gärtner an. Jawohl, 10. Super. Alles klar, dann sind wir auch wieder hier am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Sims. Haut rein. Ciao.